Morgenappell im kolumbianischen Dschungel. Noch regiert hier die FARC-Guerilla. In diesem Camp, zwei Tagesreisen von der Hauptstadt entfernt, leben 70 Kämpfer. Patricia ist eine von ihnen. Sie wuchs in einem kleinen Dorf auf, schloss sich mit 18 der Guerilla an, aus ideologischen Gründen. Sie wollte gegen die Regierung kämpfen, der sie die Schuld an der Armut auf dem Land gibt. Doch wie alle anderen wird auch Patricia bald ihre Waffe abgeben. Das hier ist meine Pistole, meine Waffe. Die Waffe ist schon ein Teil von dir und du liebst sie, weil sie dich schon so lange Zeit begleitet. Und ja, natürlich tut es weh, sie nun abzugeben. Die FARC will sich in eine politische Partei wandeln. Wie sich die Kämpfer wieder in die Gesellschaft integrieren sollen, wird direkt neben Patricias Camp bei der Guerilla-Konferenz diskutiert. Die FARC-Führung ist gekommen, sowie hunderte Kämpfer aus allen Teilen des Landes. Entschuldigen wollen sie sich bisher nur für einige Gewalttaten, aber nicht für den gesamten 52-jährigen Konflikt, denn sie sehen sich nicht als die Verursacher. Wir wissen, dass die einfachen und ehrlichen Menschen, die uns schon kennen, ein ganz anderes Bild von uns in ihren Herzen haben, als das, das die Medien der Oligarchen, der herrschenden Klasse von uns zeichnen. Die Kämpfer hier sind kriegsmüde. Der Konflikt dauert schon so lange an, dass die Jüngeren den Frieden gar nicht kennen. Für die Kämpfer, mit denen ich hier spreche, ist das hier ein ganz historischer Moment, der ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Sie freuen sich über den Friedensprozess. Gleichzeitig sind sie sich nicht sicher, was jetzt als nächstes kommt, wie die Reintegration ins zivile Leben aussehen wird. Das einfache Dschungelleben wird für Patricia bald vorbei sein. Am liebsten möchte sie zurück in ihr Heimatdorf. Davor muss sie aber erst einmal in eine von der UN überwachte Transitzone umziehen. Dort soll sie vor der Rache anderer bewaffneter Gruppen geschützt werden. Ich wünsche mir eine Familie, wie viele andere auch. Aber es muss gewährleistet werden, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft haben, ein Leben in Würde und dass sie nicht leiden müssen, so wie ich es musste. Noch hat die FARC in vielen Regionen Kolumbiens die Macht. Doch wenn der Friedensprozess erfolgreich ist, werden gehisste FARC-Flaggen im Dschungel bald der Vergangenheit angehören.